Das war ein dummes Wort. Wir müssen nochmal eine extra Runde spielen, weil die gilt eben nicht, weil Kilimanjaro falsch geschrieben wurde. Du hast aber gewonnen. Du möchtest, obwohl du Ah gewonnen ja, hast, ich bringe ein sehr barmherziges Opfer. Ja. Mal wieder. Ja, das ist das schönste Wort, das ich dir jemals gezeichnet habe. Das, vor allen Dingen kann man es so gut erkennen mit diesem Gelb. Warum ist Gelb überhaupt in der Auswahl, wenn man es nicht erkennen kann? So Warum wählst du gut. den Gelb aus? Ich weiß nicht, weil das vielleicht das Wort in Gelb ist? Nein, nein. So, ich zeige das jetzt nochmal besser. Naja, es wird auf jeden Fall der Ball Bauarbeitern verwendet, dieses Wort. Es ist sehr groß. Ja, doch. Was? Sei der. Sei der. Ach so, ja, natürlich. Natürlich. Ach, Hey, es wie ist naiv hier. wunderschön gewesen. Jupp. Ich hab immer noch Kilimand im Chat, hier in dem Ding stehen, ey. Weil ich, oh, Kilimand, ey. Dieser Mann beendet seine TV-Karriere dieses Jahr. Oh. Und er ist ein Tier. Schon wieder ein Thumbnail. Weißt du, was schlimm ist? Wenn ihr die Folge genau an dem Tag online kommt, wenn Ra weg ist. Ich kann ja mal sagen, für die Leute, die gerade zuschauen, die Folge wird am 27.11. aufgenommen. Keine Ahnung, wann die da ist. Nicht Afrika, Amerika. Ja, das ist Was ist denn das für Afrika. ein Bananenland? Ja, ich wollte Amerika sagen. Ich habe das schon mal gesagt. Kennst du das, wenn du ein Wort sagen willst und du sagst, es ist falsch? Gib doch deine Idee ein! Ja, hab ich doch. Ihr wollt Amerika, ist ein Teil des Richtigen. Ich habe das Gefühl, das könnte in der kürzesten Folge ever werden, wenn das so weitergeht in dem Tempo. Ja, nee, eigentlich nicht. Amerika, was? Ist doch. Südamerika oder was? Alter, die Männer, die Leute, die dort leben. Ach, Amerikaner, das ist die so, ja. Bevölkerungszahl gerade. Da leben tatsächlich nur 69 Millionen. Nee, ich kann die Zahlen nicht. Ich kann die Zahlen nicht leben. Sechs. Zahlen über 3 machen meinem Kopf auf. Ja, deswegen hast du auch Zahlen nicht erraten damals. So, wir waren ja vorhin schon bei Stefan Wagner. Ja. Und da gibt es ja immer sehr viele Sportspiele. Ach so, natürlich, ich muss nochmal betonen, dass es ein Verb ist. Oh ja. Und da gibt es immer sehr viele Sportspiele. In dem Fall machen sie gerade, sagen wir mal, Bogenschießen. Bogenscheißen? Was? Bogenscheißen? Das ist aber nicht so gut. Und dieser Pfeil fliegt dann quasi auf eine Zielscheibe. Ich meine, die Zielscheibe machen wir noch schöner. Auf eine Zielscheibe. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund kommt eine mega Windböe an und der Pfeil driftet ganz woanders hin und trifft einen Streckenposten oder eine Person, die hier eigentlich nur arbeitet und die stirbt dann. Aber das hatte mit dem Wort nichts zu tun, die stirbt jetzt einfach so. So. Ja, auf jeden Fall, dieser Fall hat halt das Ziel nicht getroffen, der hat wohl verfehlt. Natürlich. Ohne den Pfeil hätte ich es nicht gewusst. Was wird Stefan Raab wohl heute erleben? Hat Oh, das ist Rasenmäher auch eine stressig. Show mit Stefan Raab für uns? In meinem nächsten Wort werde ich eine Obwohl, stimmt, Rap-Show. er hat ja schon eine Raab-Show gemacht. Murphy muss noch eine Raab-Show machen. Ich könnte die Rap-Show für Murphy übernehmen jetzt bei diesem Wort wieder, aber das ist. Oh, wie soll man das denn zeichnen? Das ist total unspektakulär. Ach ja, vielleicht. Weiß nicht, also. Das ist die Raab-Folge. Ja. Moment, Moment, ich krieg das hin. Oh, muss Google jetzt da reingezogen werden? Nee, nee, nee. Ich wollte was machen mit Rüdiger und der Glühbirne, aber ja, wir machen das einfach so. Stefan Raab ist eine. Ist eine Eigenschaft, die von der Glühbirne ausgeht, wenn sie an ist. Sie und das als Nomen. Mit er am Ende. Ja, auf jeden Fall. Also. Leuchter. Armleuchter. Hättest du schon gemacht Ja, können. stimmt, ja, natürlich. Er ist ein Armleuchter. So, jetzt kommt die Raab-Show von Murphy. So, Raab ist in seiner Show und stellt wieder mal wunderschöne Sachen aus schlechten Sendungen vor. Hier ist Raab und er stellt wunderschöne Sachen vor und geiert sich reichlich ein darüber. Das war aus Versehen mit dem Glied. Ach, das Bein ist rübergezogen worden Er aus geiert Versehen. sich dort ein. Oh, der Blick ist aber geil. Und wir sehen, es gab ja mal diesen Einbrecher, hier ist ein Kassierer, das ist der Kassierer hinter seiner Kasse. Und dann gab es einen Einbrecher, der hat damit gedroht, ihm einen Backstein über den Kopf zu ziehen. Hier. Falls,
falls ihr euch erinnert, und dieser Einbrecher hat natürlich nicht sein volles Gesicht gezeigt. Er war... Ja, er war etwas. Etwas war mit seinem Gesicht und ein Verb. Wenn man das... Ach so. Hä? Erinnert auch an Mumien. Das ist doch richtig obvious eigentlich. Komm, stellt euch nicht so an. Ich hab was Kieren geschrieben, das war obvious. Für Mumien. Aber hier sind doch eher die Underground-Indie-Wörter bei Spiel mit .com. Oh. Ich zeichne jetzt nicht, wie es Murphy damals gezeichnet hat. Okay. Das gibt eine Verwarnung, du musst es genauso wie ich zeichnen. Oh, ernsthaft? Okay, gut. Ja, dann möchte ich mal wissen, ob du das erkennst noch von damals. Das ist natürlich, glaube ich, eine der ersten Folgen gewesen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe mir damals die alten Folgen wieder angeguckt. Ich glaube, das war die 9. Folge. Ich denke mal, du wirst es auf jeden Fall noch wissen. Ja, ich weiß es doch jetzt schon. Hey, du weißt, ich möchte gerne wissen, ob du das von da noch erkennst. Warte, ich glaube, die Haare waren, aber ich weiß es nicht mehr. Wer macht den Still und Heimlich den ersten Part an? Ohne dass es jemand macht. Der 9. Der 9. Achso, oh, danke für den Hinweis. Ich glaube, du hast es nicht so gezeichnet, aber ich mache mal einen unterschwelligen Hinweis. Weiß ich denn, hast du da... Ich glaub, was ist das denn? Nein, dann... Das ist noch alle meine... Sie heißt Anna. Zeichnung. Sie heißt Anna. Ah. Das heißt sie, ne? Weißt du, du hast es damit damals genau so gezeichnet, ohne den Ausfluss. Ananas. Oh Gott. Das ja, stimmt. Die Kopfbedeckung sieht aus wie ein Ananas. Wir hätten eigentlich Geigenmenschen machen müssen. Hätte einer A gesagt, dann wäre die Hälfte des Wortes da gewesen. Sogar ich. Sehr geil. Okay, ich rieche einen Zombie. Okay, ich gebe einen Tipp. Dieses Wort kam auf keinen Fall schon mal vor in dieser Session. Oh. Nein, Spaß, es ist das hier. Ah, wie war das? Oh nein! Weißt du noch, als Klettergerüst in derselben Session gerannt kam? Oh Gott, wie lange ist das denn her? Hab ich überhaupt keine Ahnung mehr. Das war gar nicht so lange. Oh, Lagerfeuer. Vorhin bei der Arktis hat ja Langton etwas entfernt. Das war ungefähr. Ach so, Kletter. Na. So. Ja, genau so sehen diese Viecher aus. Haben noch so zwei Hörner nach vorne. So sehen diese. Ja, genau. Und das kombiniert sich jetzt mit einer etwas größeren Gestalt. Lass ihn mich zu Ende zeichnen, wenn du das solltest. Na gut, solltest. Sei dir vergönnt. Ich weiß doch, es gibt ja diese neue schöne Serie, We Bear. Ich habe noch nie einen schöneren Bär gesehen als diesen Bär. We Bear wäre eine schöne Serie. Wieder mal probieren. Oh, der kriegt noch ein Hitlerbärtchen, der Bär. Ein Hitlerbär. Ameisenbär. Ach so. Gibt's doch noch einen? Oh Mann, ey. Natürlich. Was für eine Show. Ja! Oh, Hans Hitler. Gerade Musik. Rasenmäher hat eine gute Quote, hat schon einmal gewonnen und ja, ja, ich dürfte zweimal letzte. Mal, was? Ich lasse euch heute den Vortritt. Oh, danke schön. Oh Mann.